Alle Leute, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Und nachdem ich eine kleine Aufnahmepause gemacht habe, muss ich mich jetzt, glaube ich, mal erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden hier. Ich nehme einfach mal hier oben ein bisschen was ab. Wir brauchen anscheinend Stahl. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass wir letztes Mal mit irgendeinem Defizit hier rausgegangen sind. Hat sich irgendwas verändert? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Oh Gott, das ist jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Mindestens 2 Wochen her? Ah, ja, richtig. Wir hatten. Alles klar. Ja, genau, ich erinnere. Okay. Freihandel. Ja, richtig. Da wollten wir wieder runter. Wegen den Ressourcen für den Weltmarkt, weil wir die selbst brauchen. Weil sämtliche Fabriken, die wir im Moment hier noch haben zum Bauen, sind, glaube ich, alle eingehandelt, deswegen haben wir im Moment auch keine, ja, wir haben keine Fabriken mehr für unseren eigenen Handel. Keine Division in Grundausbildung ist in Ordnung, schätze ich. Weiß ich gerade gar nicht, aber müssen wir mal schauen. Wir haben hier, richtig, da wollten wir nach Sizilien rüber und beschützen sie Suez, wollte ich wahrscheinlich machen wegen Türkei, Griechenland. Okay, ja, alles klar. Dann, ja, das hier könnten wir auch noch machen. Okay, dann habe ich jetzt theoretisch wieder so einen kleinen Hinweis, wo wir sind, was wir gerade am machen sind. Und dann kann es auch, glaube ich, weitergehen. Ich gehe gerade mal auf. Ja, können wir eigentlich gerade weitermachen. Alles klar. Und sieht so aus, als ob niederländische Truppen unter dem Befehl von Frankreich hier in Dünkirchen gelandet sind. Und komischerweise, eben habe ich gesehen, da war noch ein kleiner Kampf, aber anscheinend haben die Deutschen sich entweder zurückgezogen oder die Niederländer haben tatsächlich einen Sieg errungen. Erstaunlich, aber jetzt gehen die da aus Dünkirchen nicht mehr raus. Nun gut. Ja, da müssen wir ein bisschen warten, bis da die politische Macht wieder etwas gestiegen ist. Wie sieht's eigentlich hier im Fernen Osten aus? Okay. Vereinigte Staaten waren aber noch nicht im Krieg, oder? Die haben noch nicht, nee, wir haben ja noch November 1940. Ich glaube, die werden erst in ungefähr einem Jahr joinen. Da wir ja historische Fokusbäume angeschaltet haben, dürfen eigentlich. Oh! Echt jetzt? Dieses eine unter französischer Kontrolle stehende niederländische Division-Ding hat jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 kleine Provinzen eingenommen. Wir haben da U-Boote? Ah, okay. Ich sehe gerade, wir haben hier U-Boote, die gerade bombardiert werden. Und noch haben wir noch nichts verloren. Und da sind wieder Deutsche. Okay. Wer wagt, gewinnt. Cyril Lions unter Night Owl. Ja, wunderbar. Ja, und da sind die nächsten Truppen. Das sind norwegische Truppen. Okay, wo auch immer die jetzt herkommen, und da sind die Deutschen wieder. Ja, Norwegen ist ja quasi schon gefallen. Ich weiß gar nicht, haben die schon kapituliert? Oh, einen Augenblick. Habt ihr schon kapituliert? Ich weiß es gar nicht. Freiwillige entsenden. Vereinigte Staaten möchten 2 Divisionen als Freiwillige schicken. Ja, okay. Gerne. Wann kommt ihr an? 5. Dezember. Okay, es ist noch ein bisschen hin. Und jetzt bombardieren die schon hier unsere Flotte. Leute, wir hatten hier doch. Puh. Fast 2.500 feindliche Jäger. 760 Unterstützungsflugzeuge. Alter. Wir brauchen definitiv mehr Jäger. Auch wenn diese veralteten Jäger hier wahrscheinlich nicht allzu gut sind bei Luftüberlegenheit.
Ah, da oben haben wir schon so ein paar Spitfires drin. Ich weiß gar nicht, wie viele Jäger haben wir eigentlich im Moment. 78 in Reserve. Alter. Okay, nee, das wird so nichts. Da müssen wir auf jeden Fall mehr produzieren. Wir haben im Moment nur eine Reihe an Jägern hier. Ich würde ja sogar sagen, wir bauen da auf jeden Fall noch eine zweite Reihe ein. Zweite Reihe Spitfire Mark I. Obwohl, na, wir haben mittlerweile ein bisschen Lufterfahrung. Also ein bisschen mehr. Reichweite Motorwaffen. Motor ist, glaube ich, ganz gut. Waffen ist auch ganz geil, aber da geht die Zuverlässigkeit runter. Schaffen wir es noch? Ja. Reichweite ist uns im Moment noch egal, weil wir verteidigen. Da ist das noch ganz okay. Wenn wir nicht allzu viel Reichweite haben, wenn wir dann später irgendwie angreifen sollten, dann müssen wir da auch ein bisschen was dran rumschrauben. So, Jäger haben super Priorität und hier bauen wir auch mal die Mark II rein. Dann hier noch ein bisschen Flak und dann könnte hier eigentlich produziert werden bis zum geht nicht mehr. Ja, wir brauchen so viele Jäger. Das ist eigentlich schon nicht mehr feierlich hier. So, Regierung ändern. Dann gehen wir jetzt wieder zurück auf Exportfokus. Ja, ist ein bisschen verschenkte politische Macht gewesen. Ja, das stimmt. Aber ja, wir haben ja auch so eine kurze Zeit zumindest mal die Boni hier gehabt. Aber wir brauchen einfach die Ressourcen, sonst kommen wir hier nicht voran. So, da wurden tatsächlich Marinebomber abgeschossen. Und die ärgern uns jetzt wahrscheinlich bis zum jüngsten Tage damit. Freiwillige Streitkräfte unterwegs. Widerstand im besetzten Gebiet. Ah, okay, hier unten wahrscheinlich. Das hier ist allerdings alles noch Frankreich. Das heißt, Deutschland hat bei der Einnahme von Frankreich nicht diese, nicht Vichy-Frankreich erstellt. Rufzeichen liken. Sondern Frankreich ist immer noch komplett. Ah, okay, wir haben schweren Kreuzer versenkt, das ist sehr gut. Und das bedeutet auch, dass wir uns zumindest nicht mit Vichy-Frankreich rumschlagen müssen, was ja im Original-Zweiten Weltkrieg, also in der richtigen Geschichte, die britische Flotte so ein bisschen auf Trab gehalten hat. Also diese ganzen Besitztümer hier in Afrika und sowas, ein paar Inseln und sowas, waren ja unter Kontrolle von Vichy-Frankreich. Zwei Divisionen. Hongkong. Schon wieder Hongkong. Ei, wir haben sogar Flugzeug abgestorben. Ah, wir haben einen Zerstörer verloren. Seid ihr tatsächlich auch diesmal in Hongkong? Ihr seid diesmal tatsächlich in Hongkong gelandet. Letztes Mal waren die ja irgendwo hier drüben. Norwegische Division hier in Fernosten. Spanische Truppen. Auch interessant. Ich wusste gar nicht, wo sind eigentlich die, also das hier sind ja chinesische Truppen, so wie es aussieht. Spanische Truppen, aber wo sind die japanischen Truppen? Die suchen wir jetzt schon seit einiger Zeit irgendwie vergeblich. Kann sein, dass die noch irgendwo hier im Pazifik rumdümpeln. Da müsste ich allerdings auch sagen, ich weiß nicht genau wo. Ja, da sind die deutschen Truppen. Und Norwegen wird sogar teilweise wieder zurückerobert von einigen norwegischen Divisionen und Amerikanern. Zwei amerikanischen Divisionen. Auch sehr interessant. Was macht Schweden? Wahrscheinlich nicht viel. Die werden höchstwahrscheinlich den Rest des Krieges neutral bleiben. Finnland ist noch nicht Teil der Achsenmächte. Wir werden es aber vielleicht irgendwann sein. Freie Schiffswerften. Freie Schiffswerften. Leichte Kreuzer. Richtig, Flugabwehr. North Battle Fleet ist ganz gut. Crown Colony Klasse. Das heißt, wir haben noch nicht die Town Class oder was ist das hier? Southampton? Ah, okay, Southampton. Aber okay, ja, hier Crown Colony, alles klar. Das nächste wäre dann die Minotaur Klasse. Das ist aber auch so das Aktuellste, was wir haben.
Ja, die Zerstörer sind noch 21 Tage entfernt. Kriege ich das hin in 21 Tagen? 5. Februar. Nicht ganz. Ich dachte, vielleicht kriege ich es hin, eine hier noch zu bauen. Allerdings, nee, das wird nichts. Dann machen wir so, dass wir noch ein paar Handelskonvois bauen, und zwar 5 pro Woche. Dann sagen wir 21, das sind quasi fast 3 Wochen. 5 pro Woche, dann haben wir 15 Konvois. Das dürfte dann ausreichen, bis wir hier unsere JKN-Klasse-Zerstörer haben. Europa, sehr geringer Nachschub. Wo? Da. Aber ihr seid doch gar nicht unter meiner Kontrolle. Ihr seid unter meiner Kontrolle. Wieso? Sekunde. Ihr seid eine Division Légère. Okay, die sind kurz vorm Sterben. Sozusagen. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob wir Korsika angreifen können. Ich glaube nicht. Weil wir haben hier unsere Marine-Invasion, die will ich auch nicht abbrechen. Und so wertvoll seid ihr jetzt hier mit eurer unglaublichen Stärke. Wie sieht es denn aus, wenn ihr... Naja, selbst wenn ihr voll ausgerüstet seid, gibt es bessere Divisionen. Ich glaube... Na, ich glaube, ich hebe euch einfach... ich vernichte euch irgendwie. Kann ich das machen? Auflösen. Ja, sie verlieren Ausrüstung und Mannstärke. Das ist okay. Damit kann ich leben. Sie sind aber immer noch da. Aber wahrscheinlich hat Frankreich jetzt einfach wieder die Kontrolle über die. Nun gut, also was möchte ich denn jetzt als nächstes machen? Also, Seegefecht östliches Mittelmeer. Ah, so ein paar Zerstörer, das ist okay. Was ich jetzt machen möchte direkt, ist mich vorzubereiten auf die Landung in Nordfrankreich. Gleich, wenn ich hier das nächste Dings hier genommen habe. Nachtangriff, wie immer, sehr schön. 3 Konvois, 1 Flieger. Aber dafür brauchen wir noch hier unten. Ja. Wir brauchen noch diese Flotteninvasion, die Landungsfahrzeuge dafür. Das 44er Technologie. Holy shit. Wie viel können wir im Moment? 40. Oh nein, Lightning wurde abgeschossen. Tut mir sehr leid. Ja, das heißt, na, bis 44 will ich eigentlich nicht warten mit der Invasion. So, setzen die Türkei unter Druck oder setzen die Griechenland unter Druck? Zugewinnen, demokratische Tendenzen, bla bla bla. Bündnis, bla bla bla. Oder Türkei. Die Sache ist, ich denke mal, früher oder später wird entweder Italien oder Deutschland, ja wahrscheinlich eher Italien, angegriffen werden von den Achsenmächten. Das heißt, die werden dann sowieso Teil der Alliierten werden. Das heißt, die muss ich, glaube ich, auch nicht allzu sehr unter Druck setzen. Bei der Türkei ist das etwas anders, weil die werden wahrscheinlich nicht allzu schnell angegriffen werden. Deswegen würde ich sagen, wir setzen mal die Türkei unter Druck. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass beide Länder dann unserem Bündnis beitreten. So ist zumindest die Theorie. Schauen wir es wirklich auf. Expeditionstruppen aus Südafrika. Okay, nehmen wir mal an, gucken mal, wer ihr seid, was ihr so könnt. Wahrscheinlich nicht viel, da ihr aus Südafrika kommt. Oh, sogar ein Panzerregiment. Also Division. Dingsbums. So, ihr seid ganz okay. Ihr seid ziemlich schlecht.
Und was haben wir hier noch so? Ihr seid ziemlich schlecht. Ihr seid wieder ganz okay und ihr seid eigentlich auch ganz okay. Das heißt, ich nehme euch und euch hier raus. Ihr könnt dem großen Angriffsplan beiwohnen. Ihr dürftet jetzt eigentlich von hier unten einfach rübergeschippert kommen. Okay, und das dürfte bedeuten ihr und ihr. Richtig. Ihr könnt hierzu, South African Army passt, glaube ich, nicht mehr ganz, aber es ist die richtige Armee. Und dann dürften die hier eigentlich sich in Bewegung befinden. Alles klar. Die dürften dann hier hochkommen über den Seeweg nach England rüber. Was haben wir hier? Japanische Dingsbums Konvois. Und sehr schön, wir haben es gerade richtig getimt, dass wir die Forschung zu Ende haben und die Schiffswerften wieder frei sind. So, 41er Technologie. Drüben ist eigentlich. Habe ich irgendwas mit Industrie, was ich hier. Nein, ihr seid dabei. Ah, hier könnte ich. Na, es ist auch 42er Technologie. Ich habe den 50% Bonus, aber. Haben wir hier irgendwas mit Zerstörer irgendwie? Ja, das ist hauptsächlich Zerstörer und Effizienzgeleitschutz. Und das hier ist eigentlich ausschließlich U-Boote. Ich bin mittlerweile ein bisschen am Überlegen, ob wir doch eventuell ein wenig auf Flugzeugträger gehen und dann hier auch so mal die neuen, zumindest mal die neuen Jäger oder sowas. Ich meine, wir bauen noch nicht wirklich was davon. Und wie sieht's mit unserer, okay, Militärfabriksweise, sind wir eigentlich ganz gut dabei, außer dass wir, holy crap, wir werden ganz schön bombardiert hier in Südengland. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja gut, dann müssen wir das noch alles reparieren, schätze ich mal. Obwohl die Reparaturen sollten eigentlich, ja, das dürfte alles nicht lange dauern hier, vielleicht ein Tag oder gerade hier sowas, wenn das eigentlich gar nicht viel beschädigt ist. Okay, wie gesagt, also ich weiß gar nicht, ob wir nicht doch hier auf Ark Royal Illustrious, Implacable weiß ich gar nicht, ob wir dazu kommen, aber ja, so ein bisschen wenigstens. Andererseits hier schwere Kreuzer habe ich jetzt mit gar nicht mehr so viel gemacht und hier, die müssten wir eigentlich auch noch erforschen. Ah, ich bin eigentlich mit allem so ein bisschen hinterher. Was die Forschung angeht, hier die Unterstützungsbataillone müssten wir eigentlich auch noch ein bisschen weitermachen. Panzer, ja gut, okay. Artillerie, Luftabwehr, das müssen wir auch noch machen. Ist allerdings im Moment nicht wirklich oberste Priorität, weil wir gerade nicht in Landkämpfe verwickelt sind. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal hier ein bisschen weiter. Und früher oder später, ja, früher oder später müssten wir eigentlich. Ich meine, wir sind nicht allzu sehr auf Flugzeugträger-Fokus mit den Briten hier. Wir sind eher so Schlachtschiffe, schwere Kreuzer, Schlachtkreuzer, sowas. Allerdings, ah, die Deutschen haben so viele Flugzeuge und die bombardieren uns hier zu Tode. Deswegen würde ich sagen, einfach mal so ein paar Flugzeugträger nur für die zusätzliche Unterstützung wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, wir können ja mal einen reinhauen. Mal gucken, wie es dann so läuft. So, Freischusswaffen. Da wollten wir jetzt auf jeden Fall Zerstörer reinballern. Und davon eigentlich sogar ziemlich viele. Hiervon können wir sagen 20 für die North Battle Fleet.
Und danach eigentlich nochmal. Na, warte erstmal. So. Und dann nochmal, wenn die da oben durch sind. Nochmal 20 für die Mediterranean Battle Fleet, die dann wahrscheinlich irgendwann auch in den Fernen Osten übergesendet wird. Und da fehlt uns jetzt Öl. Okay, wieso können wir nicht... Sind wir schon wieder an unserer Fabrikgrenze? Ihr wollt mir jetzt nicht schon wieder sagen, dass wir... Was ist, wenn wir das von Venezuela beziehen? Wir können keine Fabriken benutzen. Ist es schon wieder, weil wir... Boah, das kann doch nicht sein. Wir haben doch erst wieder auf... Einen Augenblick. Handeln wir... Irgendwo viel zu viel mit. Ja, hiermit handeln wir viel zu viel. So. Hiermit handeln wir eigentlich auch viel zu viel, aber möchte ich mir das erhalten? Ich meine, es ist nur eine Fabrik, glaube ich. Ja, es ist nur eine Fabrik. So, hier handeln wir gar nicht. Hier handeln wir eigentlich auch viel zu viel. So, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich wieder genug Fabriken haben. So, wunderbar. Wir haben einfach viel zu viel gehandelt, gerade sehe ich. 16 Konvois versenkt. Wow, da hat unsere, haben unsere U-Boote ja richtig gute Arbeit geleistet. Hier oben. Wie sieht es im Moment mit der Luftsituation hier aus? 900 Jäger. Wie ist die Abschussquote? Eigene Jäger verloren. 500. Feindliche Jäger verloren. Ah, auch etwa 500. Eigene bombardierte Schiffe 1. Ah, wir verlieren viel zu viele Jäger. Allerdings haben wir auch ziemlich veraltete Jäger im Moment hier. Wir müssen einfach viel mehr produzieren, gerade was Jäger angeht. Aber gut, dann würde ich sagen, jetzt bin ich wieder... Oh, verdammt, ein Zerstörer verloren. Ich würde sagen, ich bin wieder halbwegs drin so ein bisschen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.